Hallo und herzlich willkommen, Leute. Ich bin Kuschel und heute geht es um ein neues Easter Egg auf Nacht der Untoten Black Ops 3. Alles, was ihr tun müsst, ist vier Schalter betätigen. Einfach Viereck drücken und ihr hört einen leisen Klicksound. Die vier Schalter befinden sich an folgenden Positionen: im Spawnraum hinten beim Mule-Kick oben in der Ecke, auf der Treppe von Spawn nach oben an der Decke. Dafür müsst ihr springen und während des Springens Viereck drücken. Ein Schalter ist im ersten Stock am Ende, wo der Raum am Ende offen ist. Und der letzte Schalter befindet sich in dem Raum mit der Kiste unter einem Regal. Einfach hinlegen und so weit wie möglich hinkriechen und dann einfach Viereck drücken. Es ist egal, in welcher Reihenfolge ihr die Schalter drückt. Wenn ihr alle betätigt habt, hört ihr folgendes Geräusch. Nun geht zurück in den Spawnraum. Ihr findet nun hier am Boden eine kleine Samantha-Puppe. Diese müsst ihr mit der Aktionstaste betätigen, dann verschwindet sie im bläulichen Rauch. Nun müsst ihr mit Samantha Hide and Seek spielen, so wie wir das bereits auf Gorcrowy gemacht haben. Ihr hört nun eine Spielmusik und diese solltet ihr folgen. Denn ihr müsst nun eine kleine tanzende Samantha-Puppe suchen, die diese Musik abspielt. Umso lauter die Musik ist, umso näher befindet ihr euch an der Puppe. Ihr seht im Hintergrund nun die Stellen, wo die Puppe sein kann. Wenn ihr Samantha gefunden habt, schießt die Puppe ab und sie wird verschwinden und an einer anderen Stelle wieder auftauchen. Falls ihr zu lange braucht, hört ihr ein Lachen und ihr müsst die Puppe am Boden im Spawn erneut aktivieren und die kleinen Puppen suchen. Wenn ihr alle Puppen eingesammelt habt, dann geht zurück in den Spawnraum und nun liegt die Samantha-Puppe am Boden nicht mehr, sondern nun tanzt diese. Betätigt diese und ihr bekommt ein Max-Ammo geschenkt. Ja, und außerdem spielt noch Samanthas Lullaby als Song im Hintergrund. Ja, das war schon das kleine Easter Egg auf Nacht der Untoten. Für mehr Tutorials lasst mir einfach ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video.